Dr. Huti, wen haben wir in der Leitung? Ja, guten Abend, hier ist Dr. Huti, ich, Silvi. Hallo Silvi, ich grüße dich. Hallo. Bitte, schieß los. Ja, ich hätte gerne eine Partnerschaft. Wir haben eine kurze Trennung, ich weiß nicht, wie das weitergeht. Silvi, ja. Was mache ich hier für Beratungen? Hallo? Ja? Was mache ich für Beratungen? Karten legen? Nein. Was ja? mache ich für Beratungen? Eros und Physio. Ja, und worum geht's da? Ja, das hätte ich gerne gewusst. Bitte? Um Garantiescheine, ob irgendein Nein, Verflossener wieder nicht. Zurückkommt? Das ja. mache ich nicht. Nein, nicht Garantiescheine. So, jetzt pass auf. Wenn du mir hier zuguckst, dann hast du schon mal einen Mangel in deiner Partnerschaft, dass du nicht zuhörst, was ich den Leuten sage, was ich berate. Also, wie willst du einen Partner verstehen, wenn du nicht zuhören kannst? Ja. Hallo? Ja. Bitte? Das stimmt. Das stimmt? Wie willst du eine Partnerschaft leben, wenn du nicht mal zuhörst, was dein Partner dir zu sagen hat? Das ist mein Fehler. Du hast ja nicht mal mitbekommen, was ich seit ungefähr anderthalb Stunden mache. Ich habe ja keine Uhr, aber ich kann mir das ungefähr denken. Ja, ich bin so aufgeregt. Ja, nein. 1, 2, 3. Welchen Stapel nehmen wir? Den goldenen Mitte. Mhm. Okay, also ich sage dir jetzt, dass da erstmal gar nichts passiert. Dass du jetzt erstmal auf den Boden der Tatsachen deiner selbst zurückgeführt wirst. So, wie wäre es, einfach mal in Gesprächen nicht nur ich zu brüllen, ich möchte, ich will, aber, sondern einfach mal auch zu lernen, jemanden zuzuhören, der dir eigentlich die ganze Zeit sagt, dass du ihn an die Wand drückst mit deinen Gefühlen. Du rennst diesem Typen hinterher, Bedürfnisbefriedigung, gib mir mal was. Und was hat das mit Liebe zu tun? Ja, ich liebe ihn zu sehr. Du liebst ihn? Ja. Du kannst ihm ja nicht mal zuhören, wenn er dir was sagt. Er sagt dir doch, du erdrückst ihn. Ja. Das hat nichts mit Liebe zu tun, das ist Einsparen. Das stimmt. Klammeräffchen. Oh, lass das mich bloß nicht allein hier. Das ist mir erst jetzt bewusst, ja, weil er gesagt hat, nee, das reicht jetzt. Ich habe dir vorhin etwas gesagt. Du hast mich angerufen mit dieser dusseligen Frage, kommt er zu mir zurück? Und ich sage dir hier, du hast nicht mal mitbekommen, was ich für Beratungen hier mache. Ich gucke eure Beziehungsfähigkeit an. Also, wie willst du ihn verstehen, wenn du ihn doch angeblich liebst, wenn du nicht mal ihm zuhörst, was er dir sagt, lass mir doch auch mal ein bisschen Luft zum Atmen. Mhm. Kein Wunder, dass der davon rennt. Wie kann ich dann besser machen? Wie wäre es mal, wenn du aus deinen Erwartungen rausgehst und immer nur schreist, gib mir, gib mir, gib mir, das ist keine Liebe. Was ist denn Liebe? Ja, das kenne ich nicht, das lerne ich erst. Das lerne ich erst gerade. Wie willst du eine Partnerschaft leben, wenn du nicht weißt, was Liebe ist? Ja, durch ihn, ja. Hab ich Bitte? Durch ihn habe ich wenigstens gelernt. Durch Nein, du ihn. Hast gar nichts gelernt. Du hast nur gelernt, nimm. Ich klammer. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Kein Wunder, dass der davon rennt. Du liebst dich doch selber nicht. Du suchst dir doch die Bedürfnisbefriedigung im Außen. Ja? Ja. Also? Bist du beziehungsfähig? Weiß ich nicht. Nein. Weil du jeden Mann erdrückst und weil du nicht zuhören kannst, wenn dir jemand was sagt. Und er hat wirklich eine Engelsgeduld mit dir gehabt. Ja, das stimmt. Ja? Er hat dir oft genug gesagt, erdrück mich nicht so. Ja, ja. Und was hast du gemacht? Ich immer, nee, ich will das. Oh. Was hast du gemacht? Ja, ich kaputt gemacht. Du hast geklammert. Kein Wunder, dass der davon gerannt ist. Liebe kann nur entstehen, wenn Freiheit da ist. Für beide Partner. Okay? Ja. Ich würde dir mal empfehlen, dass du mal hergehst und mal lernst, in die Eigenliebe zu gehen, damit du überhaupt weißt, was Liebe bedeutet. Wie kann ich das machen? Leichen aus dem Keller holen. Konstruktiv dran arbeiten. Ego-Fallen auflösen. Hattest du deine Gratisberatung schon? Ja. Schade, sonst hätte ich dich jetzt gleich wohin geschickt. Ach,
So, also, ran an den Speck, dran arbeiten und jetzt mal den komplett sausen lassen. Und hör auf, Klammeräffchen zu spielen, okay? Ja, was mache ich mit dem? Aufhören, Klammeräffchen zu spielen. Okay. Habe ich jetzt wie oft gesagt? Ja. Würdest du lernen, zuzuhören, würdest du ihn verstehen. Okay? Okay. Mhm. Schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. So, das sind meine berühmt-berüchtigten Kopfwäschen. So, wie viele Beratungen kann ich jetzt noch machen, bevor die zweite Stunde rum ist? Ich habe schon gesehen, mein Engel. Ja, danke schön. Also, meine lieben Zuschauer, ihr habt jetzt mitbekommen, worum es hier geht. Ich puder euch nicht den Hintern und sage, der kommt zurück, sondern ich zeige euch mal euer Spiegelbild und sage euch, warum es nicht funktioniert. Liebe ist immer ein Einklang im Geben und Nehmen. Wenn nur einer gibt und nur einer nimmt, ist es keine Liebe. Zumindest nicht in einer partnerschaftlichen Ebene. Eros und Psyche zu vereinen bedeutet, meine Liebe mit meiner Seele, meiner Psyche zu vereinen. Nur dann bin ich fähig, eine Partnerschaft einzugehen.